Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2 mit Österreich-Ungarn. Das letzte Mal haben wir uns einen Kriegsgrund gegen Deutschland fabriziert. Deutschland ist durch und durch verbarrikadiert hier in seinem Reich. Das stört uns aber relativ wenig, weil ich sowieso hoffe, dass er zuerst einmal mich angreifen würde. Zunächst habe ich mir überlegt, Hannover frei zu schaufeln. Hannover hätte den großen Vorteil, es ist ein recht großes Gebiet, aber ich grenze nicht an Hannover und ich kann dann wenig mit Hannover machen. Was ich allerdings machen könnte, rein theoretisch, ist Polen-Litauen freischaufeln oder frei bekommen. Denen kann ich Westpreußen zugeben in diesem Krieg, wenn geht. Vielleicht sogar noch Ostpreußen, wenn der Krieg sich zu einem großen Krieg entwickelt. Aber das mit Ostpreußen können wir auch noch lassen. Wenn sich's wirklich zu einem großen Krieg entwickelt, könnte man tatsächlich schauen, ob ich Pommern erobern kann. Das wäre natürlich auch eine hübsche Sache. Wo ist denn Pommern genau? Boah, das ist eh ein recht großes Gebiet da. Das wäre überhaupt perfekt. Oder sollen wir Pommern befreien? Wie ist das mit Pommern? Mecklenburg? Nö. Die kriegen ja nicht ganz Pommern. Es gibt kein Pommern. Zumindest gibt es keinen Staat, der Kernprovinz in Pommern hat. Preußen und Mecklenburg. Aber Mecklenburg ist ja ein bisschen lächerlich. Das grenzt nicht an mich. Preußen kann ich ja leider nicht, haben wir gesagt. Schade. Na gut, entweder selbst erobern oder, naja. Aber der Kriegsgrund ist jetzt einmal fürs Freilassen. Das heißt, wir werden da. Wir werden noch ein wenig warten. Haha, weil wir wollen da auf zwei Diplomaten sein. Außerdem habe ich ein paar von meinen Truppen noch rumgeschickt, damit sie gleich an der Grenze sind. Geht auch Shishak. Und zwar an der Grenze zu. Ah. An der Grenze zum Osmanischen Reich. Vielleicht kann ich sie davon gleich überzeugen, dass sie nicht Krieg führen mit mir. Oh, schon wieder eine Flugblattkampagne. Habt ihr sie nicht mehr alle? Gut. So, meine Truppen stehen. Und wir haben zwei. Weil. Ich möchte es folgendermaßen machen, wenn ich Deutschland den Krieg erkläre. Ja, haben wir Polen-Litauen, Westpreußen. Das kostet 40 Kriegspunkte. Naja, ist okay. Weil. Ich will nicht alle in den Krieg reinziehen. Tatsächlich möchte ich zum Beispiel Belgien und Wallonien nicht reinziehen, weil die eher Punkte für Deutschland bringen. Aber Großbritannien, Frankreich wäre schon sehr schön, wenn die mitmachen würden. Aber die frage ich dann extra. Fortfahren. Schauen wir mal, was passiert. Schauen wir mal Großbritannien. Warte mal, hat das jetzt nichts gekostet, den zu fragen? Schaut fast so aus. Ah, das ist ja gut, das kostet keine Diplomaten. Das wusste ich gar nicht. Sie werden akzeptieren, fortfahren. Da hätte ich gar nicht warten müssen. Na gut, was haben wir noch gesagt?
Norditalien nicht, Japan würde mitmachen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, warum ich die einfragen soll. Was könnten die helfen? Ich meine, die sind zwar stark, muss ich zugeben. Die haben echt ein starkes Heer. Wow. Vor allem Flotte haben sie ja ziemlich starke. Nicht schlecht von Eltern. Nicht von schlechten Eltern. So, Außerdem werden wir da wiederum die Radikalen an die Macht geben. Die haben nämlich Hurra-Patriotismus. Und Hurra-Patriotismus bedeutet, okay, wir können noch nichts machen. Können Großbritannien, USA, bla bla, nein, das interessiert mich alles nicht. Ja, genau, Bayern, Sachsen und Baden möchte ich. Und Württemberg vielleicht auch. Sie werden akzeptieren und zwar deswegen, weil dann kann Deutschland sie nicht mehr beeinflussen. Die ganzen südamerikanischen Staaten muss ich aber nicht mitten in den Krieg ziehen. Das ist mir eigentlich egal. Und wie schon gesagt, Wallonien und Belgien sind mir egal, weil die würden dann nur Kriegspunkte für Deutschland bringen, wenn die dabei wären. Na gut, schauen wir mal, was passiert. Großartig, großartig. Okay. Was machen wir da? Organisation. Organisation. Das können wir noch nicht, ja. Es ist 1919. Handel ist uns egal. Gut, jetzt zum Haushalt, weil Hurra Patriotismus. Das heißt, wir werden auch die Steuern wieder erhöhen. Leute, ihr müsst Steuern zahlen, wenn wir Krieg führen wollen. Nicht so viel, aber doch eine kleine Abgabe für den Staat, damit wir uns das leisten können. Die Osmanen haben natürlich den Deutschen geholfen, ist eh klar. Naja, das ist aber auch nicht so schlecht, weil in Wirklichkeit bedeutet das nur, das bringt Punkte für uns. Aber es ist kein großer Krieg. Schade eigentlich, weil bei einem großen Krieg hätten wir die Möglichkeit, billiger Kriegsgründe hinzuzufügen. Na gut, soll's sein. Du gehst einmal daher. Und der Rest bleibt einmal da schon stehen. Und wartet mal ab, was diese 51.000 Mann da machen. Ups, wo sind wir denn jetzt angegriffen worden? Ah, da waren noch 15.000. Ah, du gehst so. Und dann so. So, schauen wir mal, wo gehen die hin? Nach Bromberg. Das ist gut, da können wir sie einkesseln. Dann weiter nach Bromberg, wenn die darüber gehen. Muster und Livno.
8. Mai und 7. Mai. Okay. Gut, diese 51.000 könnten wir relativ einfach loswerden auf diese Art und Weise. Wow, 83.000, wo kommen denn die her? Nicht schlecht, Herr Specht. So, na schauen wir mal, da haben wir 20.000 Mann. Die greifen wir mal an. Vernichten wir da mal Truppen von ihm. So, die gehen da rauf, am besten daher. Die gehen darüber nach Dresden. Die bleiben da an der Grenze. Wer weiß, was Italien noch so einfällt. Gut, ich glaube, die Osmanen sind jetzt nicht unbedingt das Problem. Wir könnten Griechenland noch fragen, ob sie mitmachen wollen. Die könnten gegen die Osmanen helfen. Sollen wir das machen? Sie würden akzeptieren. Die würden vielleicht was von den Osmanen verlangen, mit etwas Glück. Das ist gut. Das ist gut. Das beschäftigen die Osmanen auf jeden Fall. Großartig. Koloniale Tumulte? Jetzt, wo wir den Krieg angefangen haben? Ja, was sollen wir uns Sorgen machen? Okay, in Torun sind wir angegriffen worden, wie wir befürchtet haben. Uff. Und ihr auch noch rein. Sehr gut, aber eigentlich bin ich da trotzdem der Stärkere, wenn ich mir das so recht anschaue. Müssten wir da die Stärkeren sein? Da sind wir auf jeden Fall die Stärkeren. Ha, wir haben... Das ist ja gut, wir haben Gasangriff und sie haben noch keine Verteidigung. Ah, oh ja, sie haben auch Gasangriff, Mist. Na gut. Das ist kein Vorteil, den wir haben. Schade eigentlich. So, du gehst nach Chemnitz. Wir vernichten Truppen. Ah, okay. Das wird meine neue Armee. Die sollte mal bleiben. Schlacht von Vukovar. Da bleibt kein Auge trocken. Okay, der Herr Hess. Schlacht von Leipzig gewonnen. Da ist auch keiner übrig geblieben. Sehr gut. Das heißt, wir können gleich die... Na, warte mal. Du kriegst einen Anführer. Du bist irgendeiner, der gut angreifen kann. Falls der andere stirbt. Naja. Berühmt werden wir damit nicht. Gibt es da keine gescheiten Typen mehr in meinem Heer? Das ist der letzte. Na gut, plus zwei Angriffe, was soll's. Und hinterher. So, da bleibt auch kaum noch was übrig. Da sind aber noch relativ viele, aber ich glaube, die
Schlacht haben wir bald gewonnen. Ah, Mist, wir sind so dumm. Wir sind so dumm. Wir haben ganz vergessen, dass es ja auch noch Skandinavien gibt. Gut, du gehst daher. Denen werden wir ausweichen, auf jeden Fall. Den Skandinaviern. Da werden wir schauen, dass wir möglichst unsere Truppen weghalten von denen. Mit denen will ich erst gar nichts machen. Okay. Da holen wir uns die 7000. Aber wenn wir schon da sind, wir haben da ja auch noch Osmanen, die wir besiegen können. So, die gehen daher. Da haben wir auch noch 33.000. Haben wir da noch irgendwo? Ah. Mhm. So. Fehlt da noch irgendeine Truppe? Eine müssten wir doch noch, glaube ich, haben, oder? Nein, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5. Dafür mehr keinen Krieg. Jo. Na gut. Außerdem haben wir Frankreich auf unserer Seite in diesem Fall. Die können sich da eigentlich... Die können sich da eigentlich auch um die Skandinavier kümmern. Die machen jetzt das, was früher mal die Skandinavier mit Frankreich gemacht haben, machen jetzt die Franzosen mit Skandinavien. Ich weiß nicht genau, warum das funktionieren sollte, aber naja, wir können ja mal versuchen. Da sind auch 80.000 Deutsche noch. Puh, bist du wahnsinnig. Ah, da haben wir noch 33.000 Mann, die wir hierher schicken können. Die Schlacht von Bromberg haben wir gewonnen. Supi. So, wohin gehen die? Nach Küstrin. Du gehst nach Küstrin. Du gehst auch nach Küstrin. Du gehst daher. Du gehst daher. Du gehst mal daher. So, aber zu viele will ich da von der Grenze auch nicht wegbringen. Die sind einfach zu... Es ist einfach zu gefährlich, dass sonst ein Russland auf die Idee kommt, mich anzugreifen. Irgendwie, au! Irgendeinen Grund, jetzt habe ich mich angehört. Autsch, und wie auch noch. So ein Krieg ist gefährlich. Hm. Mhm. Gehen wir nach Foka. Was haben wir in Foka? Ah ja, da belagern wir nur. In Eile bringen wir ein paar Osmanen um die Ecke. Mhm. Gut, ihr erholt euch einmal von dem Kampf, den wir da gerade vorhin hatten. Mhm. Gut, und da oben kämpfen wir eh gerade weiter, gell? Da erledigen wir den Rest. Mhm. Auf nach Konstanta. Geht's daher? Ah, falsch. Ihr geht's nach Tuchel und erholt euch dort bitte. Ha, Torun haben wir auch gewonnen. Da haben wir zwar mehr Truppen verloren als er, aber
Das stört nicht. Wir haben hier insgesamt mehr Truppen als er. Bist du wahnsinnig? Wie gehen denn die nach Elbing? Du gehst auch nach Elbing. Und die restlichen, die da stehen. Boah, einer geht nach Bromberg. Uff. Das war teuer. Die Schlacht war teuer. So, du gehst nach Torun. Hey. Auf nach Baviti. Deutschland hat mobilisiert, das war eh abzusehen. So, in Halle haben wir noch einmal einen Haufen Deutsche vernichtet. Es geht weiter nach wohin? Erfurt. Und noch ein paar erledigen können. Du gehst weiter nach Halle. Nein, 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 du gehst daher. Du gehst daher und du bleibst stehen und erholst dich mal. So, Banja Luka. Gehen wir nach Nivi Pasha. Sehr gut. Ist uns egal. Die sollen da herumfahren, wenn sie wollen. Um ehrlich zu sein, das bisschen Kolonialzeug interessiert mich nicht. Panzerbrechende Granaten, na schauen. Flottenorganisation steigt auch. Und da haben wir eine Dings gewonnen. So, du gehst daher. Diese 60.000 sollten in der Nähe voneinander bleiben. Na, schau an. Küstrin haben wir auch gewonnen. Sehr viele sind da nicht mehr. Wohin gehen die? Nach Prenzlau. Dann hinterher. Und du gehst nach Küstrin, um zu verhindern, dass meine Truppen abgeschnitten werden. Erfurt haben wir auch einige erledigt jetzt. Supi. Das läuft ja besser als ich dachte mal. Gut. Ihr 64.000 geht's daher. Gut. 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 Auch gut. Du bist nach Nixic, wo gehst du hin? Achso, bist weiter nach. Eh schon wissen. Foka haben wir auch gewonnen. Sehr gut, das war eine kurze und schmerzlose Schlacht. Da
Dann werden wir da mal nach Cottbus mit 60.000, mit 30.000 gehen. Und warten mal ab, was passiert. Ja, das sind 82.000 Deutsche, die müssen wir irgendwie aufhalten. Sonst hauen sie mir Bayern aus dem Krieg raus. Da waren die Franzosen ja schon. Gut. Dann können wir die kleinere Truppe zurück nach Bromberg schicken. Magdeburg gewonnen. Sehr gut, da ist auch nicht kein Stein auf dem anderen geblieben. Okay, Braunschweig 20.000 Mann. Gut, gut. Und in Elbing. Hinterher. Wohin geht der nach Königsberg? Eh klar. Mhm. Sind schon weg. So, du holst dich mal ganz kurz. Du eroberst mal das. Du bleibst da. Wohin geht denn der nach Kassel? Gehen die alle nach Bayern? Hm. Bildung für Frauen. Nee, nicht jetzt. Vielleicht irgendwann einmal. Hey! Hat doch tatsächlich ein Osmane sich gegen mich erhoben. Kubanda, gut. Wie schaut denn das jetzt aus mit unserem Krieg? 32% haben wir schon. Schau dir was an. Wie viel würde es denn kosten, Pommern zu erobern? Hm, Kriegsziel noch nicht hoch genug. Na gut, müssen wir noch ein bisschen warten. Vielleicht haben wir ja Glück und irgendjemand, wie zum Beispiel Griechenland, fordert was von den Osmanen. Andererseits, naja, ach so, oh ja, die haben sogar schon was erobert da. Schau dir was an. Wir radieren da rein wie so eine Naturgewalt bei den Osmanen. So, Tuzla haben wir auch gewonnen. Weiter nach Niksic, irgendwas konstanter. Paviti. Ah, da haben wir tatsächlich. So, Bosnien hätten wir schon mal befreit. Was noch Pristina?
Ist okay. Okay. Was ist in Silistre? Okay. Ein toter General. Nimm mal den. Der ist mies. Der soll in die Wüste geschickt werden. Stendal gewonnen. Gut. Okay. Franzosen. Wie machen wir das da jetzt weiter? Ah, wir gehen natürlich nach Berlin. Und du gehst nach Magdeburg. Da kannst du sowohl Berlin als auch Braunschweig abdecken. Außerdem kannst du dich in der Zwischenzeit ein bisschen erholen. Gut. Auch gut. Das ist der, der im Hintergrund arbeitet. Oh, da kommen auch Briten, das ist schön. Und Königsberg haben wir auch gewonnen. Allenstein, das ist mir eh sogar lieber. Hinterher, wie viele Deutsche sind das noch? 10.000 circa, während wir sind 50.000, ein bisschen über 50.000, sehr gut. Wenn sich die erholt haben, uah. Was ist das für ein Kampf? Einer, den wir verlieren werden. Einer, den wir gewinnen. Okay. Warum haben wir ihn gewonnen? Es waren mehr von denen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich militärisch besser bin als sie. Fahren wir in die Straße von Otranto sicherheitshalber mal. Nicht, dass da irgendjemand auf die Idee kommt. Ah nein, da fahren wir schon hin. Miskovac. Okay. Ich renn. Gut, Herrschaften, an dieser Stelle werde ich mich aus dem Spiel wieder zurückziehen. Schaut ja ganz gut aus. Schaut eigentlich sogar sehr schön aus. Ich meine, da drüben im Westen könnte es ein bisschen besser sein. Diese 82.000, da machen wir noch ein bisschen Kopfzerbrechen, aber wenn ich meine Leute zusammenziehe, dann werden wir die auch noch fertig machen. Wir haben jetzt einen Haufen Deutsche erledigt. Und da kommen noch ein paar Briten auch, die gegen den Warscore ankämpfen, gegen unseren Guten. Aber was soll's. Schlachten plus 35%, Besetzung plus 6. Das ist okay. Damit können wir leben. Da werden wir jetzt die restlichen... Also das war eine Monstertruppe, die wir da erledigt haben. Das war eh ganz gut, dass wir da Krieg führen. Der hat eh schon viel zu viele Truppen gehabt. Die baut er eh nach wie nur irgendwas. Gut. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Wenn es heißt Österreich gegen Deutschland. Die zweite Halbzeit. Oder das zweite Drittel. Zweite Halbzeit wird es noch nicht sein. Der Kampf wird nächstes Mal noch nicht fertig sein. Also bis dann. Tschüss. Gute Nacht, schlaft gut und schon räumt was Schönes.